Hallo Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch und zwar endlich wieder einen Fashion Haul. Ich weiß, ihr liebt diese Videos und ich liebe diese Videos auch. Und Leute, heute habe ich einen riesigen Karton von Junkyard. Leute, was soll ich dazu noch sagen? Also, das war's komplett. Es sind wirklich ganz viele Sachen, es sind wieder richtig geile Sachen. Es ist für jeden was dabei, für groß, klein, für jung, alt. Ich habe für jeden diesmal was bestellt. Vorab wollte ich euch nochmal meinen Rabattcode nennen. Und zwar nennt der sich ErikaJunk20. Damit spart ihr 20% auf das gesamte Sortiment, bis auf Sale-Produkte, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Das lohnt sich wirklich. Also sonst habe ich immer nur 15% Rabattcodes, aber diesmal einen 20% Rabattcode. Und Leute, da gibt es alle möglichen Marken, Nike, Adidas, alles. Ihr findet dort alles, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall. Alle Links sind in der Infobox und ich würde sagen, wir starten. Falls ihr meine Vlogs in letzter Zeit verfolgt habt, übrigens mein Vlog-Kanal, einfach Erika, da habt ihr gesehen, dass ich in letzter Zeit in einem Hoodie gelebt habe. Und zwar dieser mintfarbene Hoodie. Und deswegen habe ich den jetzt noch zweimal bestellt. Einmal für meinen Freund in schwarz. Der ist von Sweet Skateboards, also Sweet SKTBS. Das ist eine Junkyard-Eigenmarke. Und dieser Pulli, das ist nicht ein normaler Hoodie, das ist einfach so ein richtig, richtig geil geschnittener Pulli. Erstens, der ist von innen gefüttert, also der ist schön weich. Und der ist so extrem lässig geschnitten, also nicht so Standard, sondern so breiter. Aber das sieht einfach nur richtig, richtig nice aus. Ja, den habe ich für ihn einmal in Größe M genommen und einmal für mich in diesem Peach. Gab es leider nicht mehr in meiner Größe, weil ich habe den in Größe S, da sitzt der wirklich perfekt. Ich habe den jetzt in M, der ist ein bisschen zu groß, trotzdem mega, mega chillig. Wie gesagt, dieser Pulli, das ist einfach der perfekte Hoodie. Also ich zeige euch den auch mal nochmal angezogen, weil das ist perfekt. Von der Qualität brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, die ist auch super, ihr wisst Bescheid. Ich habe das allererste Mal was für Kinder bestellt, und zwar für Melinda in Größe 128. Einen Jogginganzug von Adidas, finde ich mega, mega cool, vor allen Dingen wieder hier an der Seite mit dem Adidas-Zeichen. Finde ich richtig nice. Ja, natürlich in Pink. Und eine Adidas-Jacke. Richtig cool. Oh, Melinda ist einfach 7. So ein kleiner Zwerg. Richtig süß. Dann hat sich meine Mama Schuhe ausgesucht. Und zwar sind das die, die ich euch auch schon ganz, ganz oft in die Kamera gehalten habe. Weil das einfach so geile Schuhe sind. Und die bequemsten Schuhe, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte, das sind die Adidas NMDs. Seit ich die einmal in Grau von Junkyard bekommen habe, habe ich die immer zur Arbeit getragen, weil das einfach die bequemsten Schuhe sind. Ich habe die mittlerweile in Grau, ich habe die in Weiß, ich habe die in Pink. Dann hat Alex die auch in Schwarz und jetzt auch meine Mama auch in Schwarz. Also dieser Schuh ist nicht nur fresh, der ist einfach so hart bequem, Leute. Vor allen Dingen auf die Dauer, also wenn ihr wirklich lange arbeiten müsst, lange stehen müsst, dann sind diese Schuhe super. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ein Drittel Größen größer zu nehmen. Also ich habe normalerweise 36 und ich nehme dann den Schuh in 37 ein Drittel. Bin auch gespannt auf das Feedback dann von meiner Mama, wenn sie die dann trägt. Ich wette, sie will nie wieder mehr ohne diese Schuhe. Dann hat sich meine andere Schwester auch ein paar Schuhe ausgesucht, ebenfalls von Adidas. Und das ist mein zweitliebster Lieblingsschuh. Und zwar der Adidas Falcon. Ich habe den euch auch schon öfter vorgestellt. Ich habe den jetzt auch schon in 4 verschiedenen Farben. Den noch nicht. Ist fresh, vielleicht muss ich den meiner Schwester abziehen. Auf jeden Fall ist es dieser Schuh hier. Und der ist sogar gerade im Angebot, Leute. Ich glaube für 70 Euro. Normalerweise kostet der 100, was auch nicht so teuer ist für so einen normalen Sportschuh. Also meistens kosten die über 100 Euro. Deswegen vor allen Dingen, wenn die dann im Angebot sind oder ihr mit meinem Rabattcode E20% sparen könnt, dann lohnt sich das echt unnormal. Also ich liebe, liebe diesen Schuh. Ich habe den in Weiß, ich habe den in Schwarz, ich habe den in Bunt, ich habe den in Grau. Ja. Auch der ist übrigens sehr, sehr bequem. Und wenn wir schon mal beim Thema Schuhe sind, habe ich mir auch noch ein paar Schuhe ausgesucht. Ja, das sind meine zweiten Reeboks. Ich habe diese Reebok Classic, diese weißen. Und habe mir jetzt die ausgesucht. Also die haben mich irgendwie super angesprochen. Ich fand, die sahen so extrem oldschool aus. Und ich kann mir die halt voll gut so zu Jeans vorstellen. Also einfach zu so einem Basic Outfit. Und ich glaube, ich habe auch gar keinen Schuh, wo ich dunkelblau mit dran habe. Wo ich dunkelblau eigentlich voll mag bei Klamotten. Und das erinnert mich irgendwie einfach an so diese Klasowski, also so diese Sportschuhe, die so Oldschool-Sportschuhe einfach, die man früher hatte. Die hatte meine Mama, die hatte mein Vater, die hatte ich, die hatte jeder. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber es erinnert mich einfach so an früher. Ich glaube, den gibt es in ein paar Farben auch jetzt gerade im Angebot.
Achso, generell, Schuhe sind gerade richtig im Angebot bei Junkyard, also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Weiter geht es mit ein paar Klamotten, Leute. Ich habe mich in diese Art von Jacke verliebt. Das sind diese, so aus so einem Kordstoff, wenn man das sieht. So eine habe ich auch in weiß, beziehungsweise also weiß, leicht Creme. Da fragen mich auch immer alle, woher die ist, und die ist auch von Junkyard, die habe ich aber nur abgeschnitten. Genauso wie die, die ist auch von der Junkyard Eigenmarke. Auch der Stoff ist so weich und die Farbe ist richtig geil jetzt für den Frühling, für den Sommer. Freue ich mich schon sehr, die zu tragen. Da habe ich Größe S genommen. Dann haben wir hier ein Oversized Blazerkleid. Das ist auch mein allererstes. Das ist auch wirklich Oversized. Also vor allen Dingen an der Schulterpartie sieht das schon sehr groß aus. Aber es ist halt tailliert, also man kann es hier schnüren und der Gürtel ist auch extra mit ganz, ganz vielen Löchern, dass ihr das auch wirklich eng bekommt. Das ist jetzt auch die kleinste Größe, XS. Ja, finde ich mega cool, ist elegant, aber trotzdem irgendwie so verschlossen und ich weiß nicht, auch die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Es ist auch mal was anderes, also sowas habe ich noch gar nicht in der Art. Dann habe ich mir noch dieses Oberteil ausgesucht, das fand ich super süß. Guckt mal, Leute, ist auch von der Junkyard Eigenmarke, war auch wirklich überhaupt nicht teuer, auch in Größe XS. Ist einfach so ein ganz normales Standard-Shirt. Leicht cropped fand ich ganz süß. Das hier ist jetzt ein Sweatshirt-Kleid. Also das ist schon extra ein wenig länger geschnitten. Also wenn ihr jetzt sehr groß seid oder lange Beine habt, dann funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Ich fand die Farbe auch schön, also dieses Khaki. Habe ich auch in Größe S genommen. Und wenn wir schon bei Hoodies sind, habe ich mir noch den hier ausgesucht. Der ist auch ein bisschen länger geschnitten, aber nicht so lang wie hier der khakifarbene. Auch wieder von innen gefüttert. Also ich finde diese Hoodies von der Junkyard Eigenmarke sind so geil, Leute. Also so weich und so, oh, kann man einfach drin leben und schlafen. Vor allen Dingen wieder die Farbe. Ich finde es einfach schön, im Sommer und im Frühling auch mal ein bisschen Farbe zu tragen. Dann hat mein Freund sich noch zwei T-Shirts ausgesucht. Und zwar einmal dieses ganz basic Shirt von Nike in Größe M. Und dann wiederum ein wenig besonderer, einmal von Lacoste, dieses T-Shirt. Der Stoff ist richtig weich, hör mal. Ja, in Gelb, ist auch sein erstes gelbes Shirt. Ich dachte mir so, also ich dachte mir gar nichts. Er wollte das haben und dann meint er so, ja, soll ich mir das holen oder lieber so basic? Ich so, wieso, hol doch gelb. Ich habe mir jetzt auch ein paar gelbe Sachen ausgesucht. Er so, ja, okay, why not? Mut zur Farbe, Leute. Zu diesem Oberteil gibt es eine lustige Anekdote. Ich habe das so ausgepackt. Ich packe das so aus. Ich so, oh, das ist aber ganz schön klein. Und dann lacht meine Mom so, meine Schwester, dieses, das ist doch voll mini. Das ist XS, aber trotzdem fällt das relativ groß aus. Also es ist nicht so eng anliegend, leider. Aber finde ich trotzdem ganz chillig. Dann einmal dieses T-Shirt. Das habe ich auch schon euch letztes Mal gezeigt in schwarz. Finde ich mega cool, weil es nicht so ein klassisches T-Shirt ist, sondern die Ärmel ein wenig länger und es ist halt eng anliegend komplett. Ich finde sogar, wenn man es nicht wüsste, könnte man denken, dass es ein Body ist, weil es wirklich eng anliegt. Und wenn ihr dann eine Jogginghose darüber anzieht, sieht das mega, mega fresh aus. Und die Farbe fand ich super, weil es ist nicht so ein Khaki, sondern es ist wirklich so ein Türkis. Von meiner letzten Junkyard-Bestellung habe ich eine Jogginghose so krass gefeiert, auch gefühlt jeden Tag angehabt. Wenn ihr mir auf TikTok folgt, seht ihr die Jogginghose überall. Das ist eine schwarze Nike-Jogginghose und dieselbe habe ich mir jetzt in umgekehrt, also in weiß mit schwarzem Streifen geholt. Das ist halt so eine Matschhose, ich nenne die mal Matschhose, ich weiß gar nicht, wie die in real heißt. Aber für mich sind das Matschhosen aus dem Kindergarten. Ich habe auch noch gar keine weiße Jogginghose, deswegen wollte ich die unbedingt haben. Die hat auch nicht dieses klassische Nike-Zeichen, sondern dieses hier. Und ich finde die einfach richtig cool. Die ist super bequem und passt perfekt. Ist Größe S. 1-2 Kilo weniger würde nicht schaden, aber okay. Und die ist, glaube ich, sogar gerade im Angebot. Und auch die schwarze ist gerade für 35 Euro im Angebot. Ich überlege sogar, die mir noch aus der eigenen Dash nochmal zu kaufen. Bei mir ist der weiße Streifen schon ein bisschen grau geworden. Kennt ihr das, wenn man Klamotten hat, die weiß und schwarz sind und in die schwarze Wäsche kommen, dann werden die weißen Stellen schwarz. Also nicht schwarz, aber grau. Das nervt. Und zu guter Letzt habe ich mir mein Lieblingsteil zum Schluss aufbewahrt. Es ist ebenfalls eine Matschhose, ebenfalls von Nike, und zwar sieht die so aus. Zuerst unscheinbar, aber ich finde am Bein, die sieht super aus. Hör mal. Das ist auf jeden Fall jetzt meine Lieblings-Jogginghose. Werdet ihr die überall sehen. Ich finde die so schön. Also generell habe ich mich einfach voll in diese Matschhosen verliebt. Auch wenn die Geräuschkulisse ein wenig nervt. Aber so finde ich die einfach so nice. Und oh, oh, ich habe mich so verliebt. Geil. Habe ich auch in Größe S genommen, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Ich bin 1,60.
und wiege knapp 60 Kilo. Die ist super! Hör mal, die will ich gleich anziehen. Und das waren alle Klamotten. Ja. Ich bin wieder ausgestattet. Ich liebe einfach Junkyard. Leute, ich weiß nicht, wie lange ich schon mit denen zusammenarbeite, aber mein ganzer Kleiderschrank besteht nur noch aus Junkyard. Bin super zufrieden. Der Versand geht auch super schnell. Und wie gesagt, ich habe ja einen Rabattcode für euch. Mit ErikaJunk20 spart ihr 20% auf alles ab 50 Euro außer Sale. Ihr findet alle Links in der Infobox. Und ich hoffe wirklich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Teil euch am besten gefallen hat. Also mein Favorite ist definitiv diese Jogginghose. Gut, dann wünsche ich euch noch was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Tschüssi.